Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch ein kurzes Video dar, wie ihr mit Blueprint kommuniziert, mit Objektreferenzen. Das heißt, wir erstellen eine Variable in einem anderen Blueprint und verweisen den auf einen zweiten Blueprint. Lasst uns kurz starten. Ich habe hier Unreal Engine 5 geöffnet. Und da starten wir erstmal den Third Person Character und benennen unser Projekt mit BP.com und gehen dann auch schon mal auf Starten oder beziehungsweise Create. So, hier sind wir auch schon im Third-Person-Template. Was wir machen wollen, ist einmal einen Blueprint erstellen. Blueprints sind sozusagen Templates, mit denen, die man mehrmals in einer Map einsetzen kann, einfügen kann, beziehungsweise verwenden kann mit den entsprechenden Werten. Da gehen wir auch gleich rüber und erstellen einen Blueprint. Es gibt verschiedene Wege, wie ein Blueprint erstellt wird. Ich zeige euch einen. Also gehen wir erstmal auf Place Actors. Wenn ihr diesen Panel nicht seht, dann geht ihr auf Windows und setzt hier ein Häkchen auf Place Actors. Dann als nächstes ziehen wir den Cube hier rein, ja, in die Welt. Und ziehen gleichzeitig auch hier auf Lights ein Point Light rein. Ja. Genau. So, jetzt erstellen wir hieraus ein Blueprint, markieren dazu mit der gehaltenen Shift-Taste beide Komponenten, gehen hier oben hin auf Blueprint, Convert Selection to Blueprint Class. Dann gehen wir auf Harvest Component, setzen hier auf Actor, Harvest Component, Actor und benennen hier eins BP Light. Der Ordner sollte, da entscheide ich mich auf Content, das ist euch überlassen, wie ihr das wollt, und auf Select. So, hier haben wir jetzt ein Mesh, ein Cube und ein Licht. Ja, so sieht ein Blueprint aus. Hier gibt es Viewport Construction Event Graph. Ich will nicht auf die Blueprints näher eingehen, sondern hier geht es lediglich darum, Objektreferenzen in Unreal Engine. So, dann ziehen wir das erstmal auf diesen Hauptpanel. Schließen das, genau. So, meine Aufgabe ist jetzt mit dem Third Person Character Blueprint, das ist ja auch ein Blueprint, die Person, die wir steuern hier, der soll quasi ein, mit der sollen wir ein Event ausführen und mit diesem Event soll das Licht ausgehen. So, erst einmal suchen wir den Third Person Blueprint. Dazu gehen wir zu Edit, Project Settings, Maps and Modes, Selected Game Mode und dann hier Default Pawn Class. Da gehen wir auf diese Browse to Asset in Content Browser. So, hier ist der BP Third Person Character. Da klicken wir doppelt drauf. Hier sind einige Funktionalitäten, die Epic Games uns vorbereitet hat mit den ganzen Steuerungen. Da tun wir eine Variable erstellen. Diese Variable ist dann vom Typ BP Light. BP Light, wie ihr euch erinnert, ist der Blueprint, den wir erstellt haben. BP Light. So, hier sind die Variablen Typen. Das ist dann auch Light. BP Light. Object Reference. Der Name der Variable ist eigentlich egal. Da können wir auch Licht schreiben, ja, Lichtobjekt, Licht. So, wir sind im Third-Person-Charakter. Jetzt wollen wir einen Verweis erstellen. Um einen Verweis zu erstellen, müssen wir das auch noch in Instance Editable umswitchen. Das heißt, wir werden nachher dieser Variable sagen, dass es dieser Instanz ist, auf die wir verweisen wollen. Macht nachher mehr Sinn. So, was wollten wir machen? Wir wollten mit der Taste 1, also mit dem Event 1, Keyboard 1, hier, da ist es schon. Also, sobald wir auf diese 1 drücken, auf unserem Keyboard, soll das Licht ausgehen. Das heißt, diese Variable, die verweist er auf BP Light. Und
BP Light hat ja diese Lichtkomponente. Und diese Lichtkomponente, ja, das sind die Komponenten, Mesh und die, diese Lichtkomponente hat Eigenschaften. Und auf diese Eigenschaften können wir zugreifen und verändern. Eine Eigenschaft ist zum Beispiel Intensity. Wir können die Intensität einstellen. Im Default Mode hat sie 8 CD. Wir möchten sie dann zum Beispiel, sobald wir auf die 1 drücken, auf 0 CD zurück. So, dann ziehen wir hier einen Pin raus. Set Intensity. Genau. Da sehen wir es schon. So, Set Intensity. Hier steht noch Point Light Component. Was macht er da? Die Unreal Engine hilft dir sozusagen und verweist nochmal auf die Komponente hin, weil wir brauchen die Komponente. BP Licht hat ja diese beiden Komponente. Um es zu spezifizieren, auf welche Eigenschaft gehen wir, müssen wir erstmal die Lichtkomponente aufrufen. Und das macht er hier. Und dann auf Set Intensity. Was macht er? Auf 0. So, jetzt können wir uns auch einen Spaß erlauben und schreiben, okay, Delay. Delay Node mit einer Verzögerung von Delay Nodes verzögern im Code. Also eine Sekunde soll er die Intensität, da können wir wieder hier rausgucken, Set Intensity auf, sagen wir etwas absurd hoch, 50. Also absurd hoch ist das jetzt auch nicht. So, genau. Und wir können ja auf alle Eigenschaften von der Lichtkomponente zugreifen. Und er soll noch dazu die Farbe ändern. Das heißt, Set Light Color. Set Light Color wird dann auch gesetzt. Und die Farbe können wir dann hier einstellen. In dem Fall wird es ein tiefes Rot. Macht das Sinn? Ist fragwürdig, aber wir wollen ja hier nur die Funktionalität. So, mit diesem Third-Person-Blueprint verweisen wir mit dieser Variable auf den BP Light. Müssen wir noch compilen. So. Müssen wir hier irgendwas tun? Nein, weil alles wird ja vom Third-Person-Template gesteuert. So. Jetzt klicken wir mal auf Play. Haben wir unseren Actor? Genau, das ist unser Actor der Weise. Jetzt drücken wir auf 1. Passiert nichts. Warum? Das liegt daran, dass wir dem Third-Person-Charakter nicht gesagt haben, welche Instanz verwiesen werden soll mit der Variable. Das können wir folgendermaßen machen. Wir müssen erst einmal den Third-Person-Charakter hier reinziehen und sicherstellen, dass es auch dass der auch mit diesem Third-Person-Charakter startet. Genau. Drücken auf Speichern und jetzt haben wir ja in diesem Third-Person-Template eine Variable definiert. Ja? Und wenn wir hier runter scrollen, auf Default sehen wir Licht. Und hier sehen wir einen Eyedropper. Im Moment ist es auf None. Wenn wir jetzt auf den Eyedropper klicken und die entsprechende Variable anklicken, die Instanz anklicken, dann weiß er, okay, die Variable BP Light gehört zu dieser Instanz, zu diesem Objekt. Okay, gut. Jetzt gehen wir wieder auf Play. Jetzt schauen wir mal hin. Jetzt müsste Folgendes passieren. Jetzt geht erstmal das Licht aus für eine Sekunde und dann geht es wieder an mit einer viel höheren Intensität. Und dann wechselt es gleichzeitig natürlich die Farbe. Also drücken wir die 1. Eine Sekunde und es ist heller. Genau. Und das kann man mit vielen Variablen, also mit vielen Blueprints machen. Man verweist quasi den Blueprint von einem zu einem anderen. Und so kann man Kommunikation schaffen, ja, Verbindungen schaffen. Das wird alles über den Third-Person-Character quasi gesteuert. So, das war's soweit von mir. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt, bitte in die Kommentare. Ich danke euch und viel Spaß mit Unreal Engine. Bis dann. Tschüss.